Die Steiermärkische Sparkasse und Grazkast präsentieren. Glaub an dich, Unternehmer-Stories. Liebe Katrin, lieber Mario, hallo Oliver. Herzlich willkommen zu den Glaub an dich, Unternehmer-Stories. Es freut uns, dass ihr uns eingeladen habt zu euch, Vibes Fitness, da am Südtiroler Platz. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit euch. Und zuvor darf der Tobias aber noch kurz einleitende Worte an euch richten, beziehungsweise an die Zuseher und Zuseherinnen. Vibes Fitness ist ein Grazer Fitnessstudio mit 2 Standorten am Südtiroler Platz und in der Lechgasse. Vibes bietet ausschließlich betreutes Training mit maximaler Abwechslung, Effizienz und Flexibilität an. Abwechslungsreich, effektiv, nachhaltig und familiär. Das sind einige der Werte der Vibes-Philosophie. In den Jahren 2020 und 2021 machte Vibes Fitness aus der Not eine Tugend und stampfte innerhalb weniger Wochen eine Online-Trainingsplattform aus dem Boden. Somit sind die Trainings aus dem Hause Vibes nicht nur an den beiden Standorten, sondern von überall aus absolvierbar. Mit ihrem Programm Vibes at Work ist sogar für die Fitness am Arbeitsplatz gesorgt, und zwar ganz ohne zu schwitzen. Wie genau das funktioniert, erzählen uns Magister Katrin Nerath und Mario Nerath, beide CEO und Founder von Vibes Fitness. Seitens der Steiermärkischen Sparkasse begrüßen wir Vorstandsmitglied Oliver Kröpfel, unter anderem zuständig für den Kommerzkundenbereich und zudem leidenschaftlicher Sonntagssportler. Lieber Oliver, wie immer beginnen wir mit dir. Im Rahmen der Glaub an dich Unternehmer Stories waren wir ja bereits bei einem landwirtschaftlichen Unternehmen. Letztens waren wir in der Immobilienbranche und heute im Fitnessbereich. Warum legst du besonders großen Wert auch auf die Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Fitnessunternehmen, die sehr innovative Konzepte verfolgen? Ich glaube, dass jetzt unabhängig vom persönlichen Geschmack und wie man selber sein Leben führt, dass Fitness im Leben von uns allen Gott sei Dank eine wichtigere Bedeutung spielt als vielleicht noch vor 10 Jahren. Und somit spielt Fitness auch für die Wirtschaft eine viel wichtigere Bedeutung wie früher einmal. Und deswegen glaube ich, ist es eine extrem dynamische Branche. Eine Branche, wo es viel Wettbewerb gibt, was besonders wichtig ist, dass es innovative Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die ihr Modell gut am Markt platzieren, und das begleiten wir gern. Liebe Katrin, lieber Mario, wir haben am Anfang jetzt schon versucht, euer Unternehmen Vibes Fitness grob zu skizzieren. Könnt ihr uns aber vielleicht aus eigener Sicht noch einmal kurz zusammenfassen, worum es bei euch eigentlich geht? Wir bieten hauptsächlich betreutes Training. Wir haben vor über 12 Jahren damals komplett neuartiges Konzept entwickelt. Und zwar gibt es bei uns nur betreute Programme, Kurse, mittlerweile über 400 pro Woche. Da sind wir in Mitteleuropa da die Nummer 1, was auch die Anzahl der betreuten Kurse betrifft. Natürlich ist der Vibes-Member dadurch extrem flexibel. Ja, und wir sind da wirklich am Zahn der Zeit, weil die Menschen, die wollen einfach Motivation haben, die wollen Abwechslung haben, die wollen verschiedene Kurse haben, die wollen effizient trainieren und die wollen natürlich zeitsparend trainieren. Und genau für das ist das Vibes-Konzept. Also das Vibes-Konzept hebt sich jetzt von einem klassischen Fitnessstudio komplett ab, weil immer der Trainer die Kurse leitet, da eine super Interaktion entsteht. Es entsteht dann natürlich eine Korrektur von den Übungen und man gibt natürlich nicht so leicht auf. Also das ist hauptsächlich unser Konzept. Und das haben wir auf dem Online-Bereich versucht, so gut es geht, zu übertragen, ja, mit unserem Vibes-TV und Vibes-at-Work-Konzept, und da sind die Programme auch sehr motivierend, aber auch kurzweilige Programme fürs Büro oder aber auch zu Hause dabei. Wie waren denn die ersten Berührungspunkte zwischen Vibes Fitness und der Steiermärkischen Sparkasse? Die ersten Berührungspunkte waren, wie wir quasi also beschlossen haben oder das Konzept von Vibes ins Leben berufen haben, haben wir unbedingt eine Finanzierung gebraucht für ein paar Geräte und sind halt nicht überall mit offenen Händen als neue, junge Selbstständige empfangen worden. Und nach einem holprigen Start sind wir zu einer sehr guten Beraterin gekommen, also einer steiermärkischen, also wenn ich sagen darf, die Silvia Lehofer, wenn ich das so nennen darf. Und die hat uns lange begleitet bei dem Ganzen und hat an uns quasi, wenn ich so sagen darf, an uns geglaubt, dass das was wird. Und es ist gut aufgegangen für beide, muss man sagen. Und das war der erste Punkt. Ich war damals mit Banken gar nichts zu tun gehabt, eigentlich beide nicht wirklich. Wir haben gewusst, wir haben da ein Konto, es wird einzahlt, wir machen was. Aber alles, was mit den Finanzierungen, vor allem im Firmensektor zu tun hat, haben wir absolut quasi, waren wir Grünschnabel. Und sind langsam über die Jahre reingewachsen in das System, wie alles funktioniert. Und seit Anfang an gut begleitet gewesen. Also das war es halt quasi. Bank besuchen oder Bank drücken? Eindeutig Bank drücken. Das bleibt dabei.
Oliver, wie schaut es bei dir? Ich suche keine Bank, ich lebe in der Bank. Das ist ja. Bankdrücken bei mir zu wenig, weil ich nämlich, wenn es um die eigene Fitness geht, ich habe sie zwar gelobt, ich bin eine faule Sau, wie man landläufig sagt, wenn es um die eigene Fitness geht, ist er. Ein Thema, wo ich definitiv besser werden muss. Ja. Da könnte man da helfen. Schauen wir. Ja. Lieber Oliver, die Steiermärkische Sparkasse wirbt ja mit dem Slogan Glaub an dich. Warum glaubst du an Vibes Fitness? Ich glaube an Vibes Fitness, weil sie, wie schon erwähnt, in guten und weniger guten Rahmenbedingungen gezeigt haben, dass sie ihr eigenes Geschäft können, dass sie es verstehen, dass sie ihren Markt kennen. Und das sind zwar, nicht, dass er sagen darf, zwei Persönlichkeiten, die sehr unterschiedlich sind, aber aus dem heraus ist eine irrsinnige Energie da und da bin ich überzeugt, dass es in den nächsten Jahrzehnten gut gehen wird. Ihr schreibt euch auch das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne. Jetzt ein bisschen überspitzt gefragt, was hat das jetzt mit Fitness zu tun? Also vor allem speziell für uns sehr viel. Also man darf nicht Fitness nur als Fitness betrachten. Also Fitness, da gehört viel mehr dazu, wie die Katrin schon vorher gesagt hat, auch so quasi ins Alter für Lifestyle-Leben. Also es endet und startet nicht nur im Studio oder die 2-3 Stunden, was man pro Woche dafür aufwendet. Also ich hole noch weiter aus. Bei uns ist einmal Nachhaltigkeit in mehreren Kategorien gegliedert. Als erstes einmal jedes Studio, was wir haben, das Hauptgerät ist der Mensch selber. Also wir haben jetzt, wie man auch hier im Hintergrund sieht, wir haben eher Geräte, die was jetzt nicht sich selber bewegen oder irgendwas, sondern man ist das Gerät, sage ich einmal. Das heißt, wir haben einen relativ wenigen Energieaufwand. Und das zweite Thema ist, was uns sehr am Herzen liegt, das ist das größte Thema von allen, Nachhaltigkeit, ist bei uns die pflanzenbasierte Ernährungsweise. Also unsere Trainer, unser Studio, also wir sind hauptsächlich pflanzenbasiert, die meisten. Wir haben eine Transformation, da geht es auch nur um pflanzenbasierte Ernährung mit Training gemeinsam. Ist von der Katrin entwickelt worden. Wir arbeiten mit, also Firmen zusammen, Diätologen, die was nur pflanzlich Rezepte machen oder in diesem Bereich Profis sind. Und das ist halt, es kommt immer mehr das Thema raus, auch wenn es viele nicht laut ansprechen wollen. Der ganze Flugverkehr macht nicht ansatzweise so viel Schadstoffe oder Emissionen oder sonst irgendwas, als alle Nutztierhaltungen auf der Welt. Ich habe jetzt letztens gesehen, dass es gibt mehr, also Nutztiervögel oder Geflügeltier doppelt so viel als alle Wildvögelarten auf der Welt zusammen. Also sind einfach die Verhältnisse so wahnsinnig, auch aktuell. Und über das wird aber scheinbar nicht diskutiert. Man diskutiert über das Fliegen, über ein Tempo 100 auf der Autobahn aktuell. Aber über das, dass man einfach an pro Kilo Fleischkonsum reduziert, redet kein Mensch. Und das ist ein Statement, was wir da setzen. Das ist ein fettes Statement, ja. Und da gibt es ja einige, die sagen, wie geht's vielleicht ins Vibes nicht, weil das die Leben des Pflanzenbasierte. Und ja, uns ist aber das wirklich voll wichtig, dass wir das kommunizieren. Wenn man bedenkt, dass ein Kilo Rindfleisch in der Produktion 15.000 Liter Wasser verbraucht, mit dem kann ich 4 Monate lang baden. Und das ist unfassbar, allein von den Kalorien oder eine Kalorie, eine tierische Kalorie brauche ich 10-mal so viele Ressourcen insgesamt. Also die ganze Umweltverschmutzung, diese ganzen Fäkalien von den Tieren, das ist wirklich enorm. Also wir verstehen auch politisch nicht, warum das nicht mehr aufgegriffen wird und über so Diskussionen gibt über CO2, wenn wirklich der wahre Übeltäter die Massentierhaltung ist. Die letzten 2 Jahre waren ja bekanntlich, besonders für persönliche Dienstleister, wie ihr es seid, schwierig. Wie wir das ja eingangs auch schon erwähnt haben, habt ihr aber nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern habt alternative Lösungen entwickelt. Wollt ihr uns vielleicht dazu ein bisschen was erzählen? Ja, sehr gern. Also das war natürlich für uns der volle Schock, ja, mit dem ersten Lockdown und wie wir dann am Donnerstag oder Freitag erfahren haben, dass wir Montag nicht mehr aufsperren dürfen. Das war unglaublich. Wir haben absolut nicht gewusst, wie wir das technisch überhaupt einmal organisieren können. Und wir haben dann am Sonntag bei uns zu Hause ein Meeting gehabt mit unseren Heads, also mit unseren Studioleitern, und gesagt, was machen wir? Sagt, nein, wir machen ab Montag einen Livestream. Und der Mario hat das wirklich geschafft, technisch. Ich meine, es ist eine technische Koryphäe, muss man wirklich sagen, dass der das am Montag geschafft hat, dass wir den ersten Livestream für unsere Member angeboten haben. Weil unser Ziel war, wir wissen ja, was ist in einer Pandemie wichtig, das Immunsystem stärken. Und das Haupttool für das Immunsystem zum Stärken ist die Bewegung. Und wenn es jetzt auf einmal wegfällt, ist es eigentlich viel schlimmer. Ja? Und dann haben wir gesagt, na, wir machen das. Und unsere Member waren da auch sehr motiviert. Und wir haben dann im Zuge halt der Pandemie diese Online-Trainingsplattform aufgebaut. Nebenbei natürlich auch noch das Outdoor-Gym, dass die Leute Outdoor auch trainieren können. Ist natürlich auch nicht wieder everybody's darling, weil es ist kalt oder es ist warm. Aber es war eine Möglichkeit für die wirklich wollten. Und das Online-Training war aber da so, dass das wirklich jeder machen kann dann zu Hause. Wir haben das dann über die letzten 2 Jahre wirklich weiterentwickelt
Und das Glück war, dass wir in dem Bereich dann auch wirklich Fuß gefasst haben als wirklicher Experte. Wenn jetzt einer von unseren Zuseherinnen oder Zuhörern sich denkt, er möchte mal mit euch in Kontakt kommen oder mal Vibes Fitness ausprobieren, wie kommt man mit euch ins Gespräch? Ja, also ich meine, die beste Anlaufstelle ist natürlich unsere Homepage, das ist vibesfitness.at oder für den Online-Bereich vibesfitness.tv. Da sind alle Kontaktdaten oben, auch über unsere Social-Media-Kanäle natürlich, vibes.fitness, klar, Facebook, Instagram. Und wenn jemand persönlich mit uns in Kontakt treten möchte, das haben wir auf LinkedIn, aber auch auf Facebook, also einfach anschreiben. Bei uns kann man mal gratis Probetraining machen, auch im Online-Bereich, man kann das testen, Firmen können einen Probemonat machen. Also es ist alles möglich, einfach um das Vibes-Konzept da kennenzulernen. Und wir freuen uns da drauf, wenn sich wer melden würde. Noch. In diesem Sinne, liebe Katrin, lieber Mario, danke für eure Zeit. Danke auch Oliver, dass du dir wieder Zeit genommen hast. In diesem ein bisschen außergewöhnlicheren Rahmen, was uns aber sehr gut gefallen hat. Danke dafür und wir hoffen auf ein Wiedersehen. Danke dir. Danke. 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 Danke.